Was wir auf jeden Fall tun können, ist das Sagen, dass du keinen Text hast, nichts weißt, erscheinen lassen willst, dass du Angst hast und dass du Staatskünstler bist und Angst hast, dass das Projekt scheitert, weil da kein Verbindungsspitzenatelier drinnen und draußen ist. Da ist auch nichts Gefühliges mehr an meinem Werk. Da wird nichts mehr. Ich bin, wie ich bin. Da guck ich sie wieder an und weiß nicht, was ich sagen muss. Wenn sich bei mir etwas in den Kopf gefressen hat, dann sehe ich nur noch das. Dann werde ich total so schwarz. Die dachten früher, dass ich ADHS habe. Aber das ist nicht so. Aus der Tiefe meiner Seele kommt sowieso nichts. Ich bin leer und fühle keine Notwendigkeit mehr. Ihr Schauspieler ist eine Figur, die lustig und schockierend ist und in der Midlife-Krise steckt. Und das ist sehr lustig für mein Werk. Ich lass ihn die Schmutzarbeit machen. Ich gebrauche ihn, um mein Werk zu schaffen. Und er ist böse. Das ist gut. Er ist auch böse auf die Politik. Das ist auch brauchbar für mein Werk. Ihr Schauspieler sagt schöne Dinge über die Kunst. Verlangen, Hoffnung und Angst. Und er macht das schön und voller Hingabe. Ihr Schauspieler hat viel verköttert mich als Kunst. De Schauspieler findet meine Filme sehr gut, aber auch die Zeichen. Ich würde wollen, dass mich der Schauspieler provoziert, dass er mir eine herzliche Spiegel vorhält, dass der Schauspieler sagt, was ich tun will. Das ist der Monolog. Das muss mein Schauspiel sagen. Sage das! Sag, dass ich uns liebe und mehr nicht. Sag, dass er mich spielt. Und ich schaue so, ob er mich gut spielt. Das bin ich. Der probiert, einen handfreien Raum zu schaffen. In der Umgebung bin ich der Kunstler mit Ideen und Absichten. Mit Liebe und Hoffnung wegen meiner Art. Da Kunstler! Da Schauspieler! Der Kunstler und Sanzer. Dokumentarfilm über das echte Leben machen und in Kunst.
Der Text ist gut. Ich liebe Kunst. Der Text ist fertig. Das Persönliche und das Politische verbunden durch einen Kunstler Schauspieler, der selber mittendrin sitzt, in der Krise von seinem Leben. Erik van Lieshout, der Schauspieler, der ADHS hat mit viel Angst. Ich war